Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Prominenz Poker. Er hat den Platz schon verlassen, weil er weiß hier, dass wir absolut pokern können. Ja, komm, wir callen mal. Ich will mal sehen, was daraus kommt. So, er ist auch weg. Drei Leute sind wieder am Tisch hier. Wir gucken mal, was haben wir. Wir haben gar nichts, das heißt, wir sind ruckzuck weg. Sagen wir hier, ich bin weg. Ich bin raus. Bin ich raus oder nicht? Habe ich jetzt gecallt oder was? Ich bin raus, ne? Ich will raus sein, hallo? Ne, ich habe nichts, deswegen bin ich weg. Also ihr könnt gerne zocken. Ich bin weg. Na. Ja, mies mal noch ein bisschen. Er ist auch weg, schade eigentlich. Es sieht so aus, als wird das Turnier jetzt, das ist ja kein Turnier, aber es wird das Spiel jetzt hier zu Ende gehen. Oh, da kommen die nächsten. Kampflos, drei Punkte. Wir haben nichts gemacht. Wir sind auch nicht mal zu Zug gekommen. Wer sitzt denn hier überhaupt mit unserem Tisch? Stufe 7 und Stufe 4. Kein Problem. Oh, das ist so ein Bild, das man mal hier ein bisschen erhöhen kann. Er wird auf jeden Fall mitgehen, wenn ich raisen würde. Da bin ich mir fast sicher, aber ich gehe nicht so hoch. Er ist weg, er weiß sofort, was gesprungen ist. Er wird mitgehen. Sag ich doch. Die Neuen wollen die neuen Hände spielen. Aber jetzt haben wir auch nichts mehr auf der Hand. So, mal gucken, wie weit der mitgeht, der Kollege. Steig aus oder was machst du hier? Er ist weg. Sehr schön. Dann gehört uns die Partie. Da haben wir jetzt mal weggeblufft. Wir haben zwar jetzt nicht viele Punkte gekriegt, aber das war mir denn doch zu heiß. Aber da freue ich mich zu sehr. Das ist prollig. So, neue Chips sind an den Tisch gekommen. Habt ihr gesehen? Ich hatte gerade gedacht, die Partie wäre schon zu Ende gewesen, aber denn doch nicht. So, ich würde auf jeden Fall bis zum Flop mitgehen, wenn geraced wird, bin ich raus. Na, ja. Geht er bei 5 mit? Na komm, ich call ihn mal. Haben wir schon mal. Haben wir schon mal. So, dann wollen wir mal gucken, wie standfest du denn bist, mein Freund. Dann wollen wir erstmal gucken, ob du mitgehst. Er callt natürlich. Aber wir müssen aufpassen, weil wir haben selber nichts. Immer noch mitgehen. Er bezahlt. Alter. Er ist raus. Racen wir. So, gehst du mit oder gehst du raus? Er geht all in. Sehr schön. Wir haben allerdings nichts. Wir müssten höher sein. Ja, sehr schön. 217 für uns wieder. Wunderbar. Hat doch perfekt geklappt.
tschüss, kauf mal neue Chips, dann kommst du wieder zurück an den Tisch oder mach den Platz bitte frei. So, wir hätten Möglichkeit zum Flash, eine gute Chance, und wir hätten aber sonst nichts in der Hand. Deswegen wird durchgecallt, gehen wir mit bis zum Flop, ansonsten sind wir weg. Erased all in. Ja, das ist für mich Pillepalle. Ich bin raus dann. Erased auch. Wie gesagt, das können nur Neulinge sein. Die hier echt alles setzen. Die hauen sich hier alles auf Kopf und Kragen fest. So, und die wissen gar nicht, wenn all in ist, kann nichts mehr gemacht werden. Dann werden die Karten nur noch abgespielt. War das T-Shirt eigentlich hier im Angebot und warum hat das jetzt hier schon mittlerweile jeder? Tja, so schnell geht das, meine Freunde. Da wird mal eben all in gesetzt und der Tisch wird wieder leerer. Oder kaufst du neue Chips? Er kauft sich neue. Sehr schön, er ist wieder weiter mit dabei. Er hat schon wieder die Hand übers Bieten, ne? Er will schon wieder alles oder nichts setzen. Ja, ich bezahle. Verliere ich 100, ist mir noch Peng. Da kommen die nächsten 100 auf den Tisch. Sehr schön. Alter. Ihr seid doch kaputt. Aber ich habe im Grunde genommen habe ich nichts. Aber was soll's. War mir jetzt der Spaß wert. Da kommt der nächste. Da gibt einen riesen Pott. Hallo. Er hat gar nichts. Er hat dasselbe wie ich habe. Und er hat... Er wäre höher. Oh, jetzt hat er ein paar. Aber wir haben auch ein paar. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt wird's spannend. Also noch liegt er jetzt mit dem Hawaii-Hemd da höher. So, jetzt wendet sich... Ne, er ist immer noch mit dem Kader höher. Scheiße, er ist höher. Hoffen wir jetzt auf eine Dame oder eine Zwei... Ne, er hat gewonnen. Ja. Hat er gut gemacht, nicht schlecht. 400er Pot. War mir aber das Spielchen wert. Aber so kann man nicht spielen, meine Freunde. Also ganz klar. Für uns tut das nicht weh, wir haben 1,2k. Wir hätten vielleicht ein bisschen besseres Bild haben sollen. Er hat schon wieder, er wird wieder alles All-In setzen. Aber wenn er All-In setzt, bin ich raus. Er callt. Okay, dann machen wir es mal ein bisschen spannend. Er will raisen, ganz klar. Er bezahlt auch. Er geht all in. Ohne mich. Da ist mein Bild zu schlecht für. Gut, dass wir das gemacht haben, dass wir rausgegangen sind. Sehr gut, dass wir rausgegangen sind. Wir hätten nämlich gar nichts gehabt. Weil er hat schon da ein paar liegen und wir hatten zwar auch ein paar, aber er wäre höher gewesen.
Jetzt hätte sich das Blatt, glaube ich, gewendet. Wir hätten den aber... wenn wir mitgegangen wären, hätten wir den geknackt. Aber ja gut, okay. Ne, Quatsch, er wäre höher gewesen. Alles richtig gemacht. Ja, rülpst noch ein bisschen rum. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt direkt wieder All-In macht. Also so kann man natürlich auch spielen. Aber ihr seht ja, wie viel kaputt ihr sind. Also ihr braucht euch mit Sicherheit keine neuen Chips kaufen. Denn die meisten, die zocken dann wahrscheinlich so und knallen hier euch immer Zeug rein. Da fehlen auch einem wirklich irgendwo die Worte. Was will man auch großartig sagen, ne? Und dann hat der noch eine Straße, weil der so viel Glück hat. So viel Luck kann man nicht haben. Hier. Es ist kurz am Tisch, wie viel hat er jetzt? Schon 600. Aber wenn er so übermütig spielt, dann haben wir auch schnell den seine Kohle. Aber nicht mit den Karten. Ja, er wird wieder all in 100 Pro. Was für Level sind die Kauze denn alle? Alter, was ist hier heute los? Was geht mit denen? Das ist doch kein Pokerspiel mehr, was die da tun. So, er hat schon wieder ein Drilling. Was hat der ein Schwein, der Lappen? Hat er jetzt den ganzen Tisch eliminiert. Ah, der eine hat den aber geknackt. Sehr schön. Wie der denn da alles verloren hat. Bye bye, arriba Mexiko. So geht das. Kauft ihr mal neue Chips. Herrlich. Das liebe ich. Und 4. Ich call mal ganz locker. Sobald einer raced. Aber er hat Jan schon wieder drauf. Das hat nichts mehr mit Poker zu tun. Was soll ich dazu sagen? Die machen sich gegenseitig kaputt. Ja, also wenn das so weitergeht, werden wir uns auch hier ausklinken, weil es bringt uns letztendlich nichts, wenn die sich hier gegenseitig immer so kaputt machen. Er ist jetzt auch pleite. Wir könnten jetzt hier dem seinen schönen Eimer runterholen, noch die 1000 nochmal. Gucken wir mal, ob wir die Chance dazu bekommen. Das setzt natürlich voraus, dass wir wirklich gute Karten haben, die wir jetzt natürlich haben. Und dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende, meine Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.